Mahlzeit, ihr alten Ägypter, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir machen ein bisschen Hauptquest, 4 Stück habe ich jetzt an der Zahl und die einzige, die wir vom Level her machen können, ist der Stich des Skarabäus. Dafür müssen wir nach Sais reisen und genau das wollen wir jetzt tun. Und Sais ist am Arsch der Welt anscheinend. Ich habe hier gerade mal so ein Boot klar gemacht. Falls ihr euch wundert, warum ich hier auf so einem Schiff stehe. Man kann die großen Schiffe leider nicht fahren. Das finde ich ein bisschen schade. Aber man kann die Besatzung niedermetzeln. Hey, was? Nee. Hallo. Sterb, du Bastard! Na komm. Ja, da sind auch noch welche. Nein, was machst du? Na, komm schon. Boah. Na kommt und fangt mich hier, Schweine. Also wir sind natürlich hier noch lange nicht fertig. Aber wie gesagt, ich will jetzt ein bisschen Hauptquest weiterspielen. Hier gibt es noch genug zu tun, so ist nicht. Jetzt dieser komische Nomadenhändler. Aber der soll mich jetzt auch nicht weiter jucken. So, dann wollen wir mal hier der Straße folgen. Ist ganz cool, wie gesagt, dass man das einfach automatisch machen kann. Man kann da ein bisschen sich zurücklehnen und einfach so ein bisschen die Grafik genießen, das Spiel genießen, die Landschaft genießen. Fand ich, wie gesagt, in Final Fantasy 15 auch sehr schön, dass das ging. Ist mal was anderes. Früher in jedem Spiel, egal was es war, immer musste man selber fahren. Das ist mal eine interessante Neuerung, finde ich. Bewegung! Los! Was bist du denn für einer? Ich bin der Magi, du Vogel. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Oh, was ist denn hier los? Oh. Das habe ich doch schon mal gemacht, dass ich irgendwelche Rebellen retten wollte. Und am Ende musste ich hier 1000 Leute töten. Na, komm schon. Mann, bleib stehen. Gibt's doch nicht. Du besser nicht auf mich. Ja, bleib stehen, Mann. So, lebt noch irgendwer von denen, die ich beschützen sollte? Wahrscheinlich nicht, ne? Scheiße, das ist nicht gut. Hey, Bewegung! Was bist du denn los! Elende Missgeburt. Naja. Es ist irgendwie jedes Mal so, ne? Ich will irgendwelche Leute retten und dann mache ich alles nieder. Und am Ende sind alle weg. Auch die, die ich eigentlich beschützen sollte.
Ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwas gebracht hat. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Wow. So, sprich mit Harkuf in der Brauerei von Sais. Die Brauerei ist nachts geschlossen, aber du findest Harkuf bei sich zu Hause. Es ist doch auch gar nicht Nacht. Oh. Namos Neret Reset. Gesundheit. Bitte! Diese Ernte muss bis zum Abend für den Transport aufgeladen werden. Das dauert länger als nur einen Moment, meinst du nicht? Es tut mir leid. Sonst sind wir zu zweit, aber mein Sohn kommt nicht mit. Eines nach dem anderen. Lass ihn ruhig ausruhen. Ich helfe dir mit der Ernte. Nein, tust du nicht. Er ist zu jung, um auf dem Feld zu arbeiten. Ich weiß das, doch meine Arbeiter sind fort, weil ich nicht zahlen konnte. Die Steuereintreiber verlangen all mein Getreide, sonst brennen sie mein Haus nieder. Ja, ist gut. Ich gehe jetzt erstmal nach Harkuf. Immer eins nach dem anderen. Vorsicht, mach die Gefäße nicht zu voll. Ich suche den Braumeister, Harkuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten, der Sais verdunkelt. Sch, bitte. Sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Jawohl. Nicht, dass es gleich noch regnet, ne? Gib mir noch eine Portion Datteln. Zack, weg. Na, nach dir. Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Aber das sind nur Geschichten. Oh, okay. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus, wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Da bin ich ja mal gespannt. Die Nachforschungen von Harkufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais ergeht es nicht anders als Siva. Ach du Scheiße. 4 neue Quests. Okay. Also wie gesagt, Quests hat man genug hier, so ist nicht. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Hm. Wer war es? Der alte Gupa. Der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey. Keine Lust zu gewinnen?
Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. Finde und rette Gupa. Das machen wir. Und dann will ich mir mal die ganzen neuen Quests angucken, die ich gekriegt habe. Huiuiuiui. Viele Gefangene hier. Okay. Na gut, dann gehen wir da mal gerade rein und machen da alles platt. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Immerhin sind wir der Magi und führen eine scharfe Klinge. Oder so. Was machen wir mit dem Bettler, den Markus im Zelt des Offiziers geschnappt hat? Wenn er die Tracht Prügel der Männer überlebt, verkaufen wir ihn für eine Drachme am Hafen. Wusstest du, dass er stumm ist? Na dann, für eine halbe Drachme. Hey! Hallo. So, da hinten ist der Hauptmann. Stehen natürlich noch so ein paar andere drumherum. Hey, was? Nein. Hallo. Hallo. Wird ganz schön voll hier in dem kleinen Heuhaufen. Na, ich glaube, das war's erstmal. Okay. Nicht mich angreifen. Und dann greift die Pferde an. Das ist ja cool. Wer bist du hier? Nein, ach. Nein. Gupa. Ich hol dich hier raus. Nein, erst muss ich hier alles platt machen. Leg dich mal wieder hin. Ich hätte vielleicht das Tier nicht unbedingt hier rausholen sollen. Da ist auch noch einer. Tja, ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen kämpfen.
Moment. Warte. Hey! Hi. Hast du wirklich gedacht? Unfassbar. Was? Kein schwerer Schuss. Ja. Oh, wo kommst du denn nachher? Ich sammle die Truppen. Niemand sammelt hier irgendwelche Truppen. So, gab's hier noch einen Schatz? Kein Schatz. Doch, Schatz. Dann müssen wir den natürlich gerade noch suchen. Ach, da ist er schon. Zack, meiner. Okay. Dann komm du mal wieder mit. Glaube ich, erst aus dem Sperrgebiet raus, bevor ich glaube, du überlebst. Mein Gaul rufen kann. Da ist er. Der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. Es heißt, dass noch ein Händler Sefetu nicht bezahlen konnte. Tagelöhner, Unternehmer! So, da sind wir. Vater, geht es dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter, Großvater ist verletzt. Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Tahaka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Okay. K.
Kawaps Spielzeug. Also ich will mal gerade hier meine Ausrüstung checken. Ich habe ja so ein paar Sachen bekommen. Ein Obsidianbogen, Jagdbogen. Was habe ich denn im Moment ausgerüstet? Kriegsbogen und Raubtierbogen. Den Raubtierbogen habe ich, weil ich da halt den Pfeil lenken kann. Das finde ich ganz cool. Ist auch bislang der beste von denen, die ich habe. Ich müsste mal wieder ein bisschen was verkaufen. Und hier Kriegsbogen. Ja, der ist schon nicht schlecht. Ja, ich müsste dringend mal wieder ein paar Sachen verkaufen. Klinge der Seevölker, der ist doch auch nicht schlecht. Hier vielleicht den anderen. Knochenbrecher 130 Schaden. Habe ich halt zwei Schwerter, ist auch eigentlich blöd. Na, passt schon. Okay, dann suche ich mir mal gerade den Waffenmeister Schmied, wie auch immer er heißt. Und guck mal, da ist er schon. Dass ich die ganzen Waffen, die ich nicht brauche, mal verkauft kriege. Dass ich so ein bisschen die Übersicht wahre in meinem Inventar. Kann ich dich mit etwas locken? Zum Beispiel der hier. Alles, was blau ist, kommt jetzt einfach pauschal mal weg. Verkauft. Ist gut. Verkauft. Warum ist er denn noch? Achso, weil ich den ausgerüstet habe. Okay, dann kommt der noch weg. Ist gut. Der kommt noch weg. Ist gut. So, okay. Brauche ich diesen Speer noch? Eigentlich auch nicht wirklich, ne? Okay, soviel dazu. Dann gucken wir uns nochmal unsere Fähigkeiten an. 3 Punkte habe ich noch zu vergeben. Ich muss mal so ein bisschen hier in diese Hilfsmittel investieren, glaube ich. Schlafpfeile, Brandbombe. Brandbombe ist schon mal gar nicht so verkehrt, glaube ich. Was ich ich glaube Syndicate war es. Syndicate oder Black Flag? Ich glaube Syndicate. Was ich da immer gerne gemacht habe, das waren diese Rauchbomben, weil die echt super hilfreich waren. Da konnte man nämlich alles niedermetzeln dann anschließend. Gibt's hier Rauchbomben-Nebelwand? Ich glaube, das ist das gleiche. Ja, genau die. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf die Brandbomben gehen. Und dann gibt's die Nebelwand. Zack. Das ist so wohl. Pyromane. Pyromane hört sich auch nicht schlecht an. Nebelwand-Schaden braucht 2. Der braucht 1. Was haben wir hier noch? Entführen. Brauche ich auch 2 für. Schildsturm. Auch 2. Na gut, dann spare ich erstmal. Drücke nach einem Nahkampfangriff oder nach dem Ausweichen Dreieck, um eine Nebelwand zu erzeugen. Okay, machen wir. Kann ich helfen, Reisender?
Mach's gut. Okay. So, dann habe ich ja noch jede Menge Quests bekommen. Was haben wir denn da? Nebenquest, Hauptquest ist... Na, ne, die geht noch weiter hier. Sprich mich Tahaka in Letopolis. Ich würde sagen, wir machen das erstmal weiter und dann können wir uns hier um die vielen tausend Nebenquests kümmern, die wir gerade noch bekommen haben. Die sind nämlich auch alle noch weiß, das heißt, die sind alle hier in meiner Range. Die muss ich auf jeden Fall alle noch wegmachen. Und dann schauen wir mal. Aber erstmal gibt es die Lügen des Skarabäus. Aber erst im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Teil geht es dann hier weiter mit der Hauptquest. Bis dahin. Adios.